Sie sind der Herausforderer für den Rekordmeister und Champions League-Sieger Borussia Düsseldorf. Die TTF Liebherr Ochsenhausen stehen im großen Liebherr TTBL-Finale in Frankfurt, haben sich im Halbfinale in 2 Spielen gegen Fulda durchgesetzt. Und jetzt sind sie bereit für das große Endspiel. Und Simon Gossi kann es immer noch gar nicht fassen, da jetzt mit dabei zu sein. Das ist Wahnsinn für uns. Wir sind immer noch jung. Aber wir hatten eine schwere Saison, aber das war stark von uns in die Halbfinale gegen Fulda. Wir hatten 2 sehr starke Spiele gespielt und ja, das ist super, aber er ist nochmal ein Spiel zum Spielen gegen Düsseldorf und wir sind bereit. Jan-Jakob Diaz ergänzt, für mich ist das ganz persönlich eine Riesenehre, da mit dabei zu sein im Finale der, wie ich finde, besten Liga Europas, der Tischtennis-Bundesliga TTBL. Im Champions League Halbfinale, da scheiterte Ochsenhausen an Düsseldorf hauchdünn, am Ende mussten die Bälle ausgezählt werden. Dieses Team kann Düsseldorf definitiv gefährlich werden, gerade auch Hugo Calderano und Simon Gossi liegen Timo Boll nämlich gar nicht so gut. Ja, ich glaube, wir sind auch einfach stark als Team, sagt ja eben Hugo Calderano. Wir hatten die Saison nicht ganz so leicht, am Anfang ein paar Schwierigkeiten, Verletzungen, aber dann wurde es immer besser, immer erfolgreicher und jetzt wollen wir alles geben, damit die Saison richtig erfolgreich endet. Die Stimmung ist jedenfalls gut in Ochsenhausen, da wird doch mal geflaxt, aber gleichzeitig natürlich auch der Teamgeist gestärkt. Und wir sind gespannt, was Ochsenhausen dann im Finale anbieten wird. All the players are really good. Everybody has his own quality. Ja, wir haben einfach viele gute Spieler, sagt João Geraldo. Jeder von uns hat seine eigenen Stärken, seine eigenen Talente, die er mit einbringt. Und wir sind außerdem noch jung und ich glaube, das macht uns auch auf eine gewisse Art mutig und tapfer. Und das könnte am Ende entscheidend sein. And we are brave. Die TTF Liebherr Ochsenhausen. Ordentlich am Trainieren für das große Finale am kommenden Samstag. Wir freuen uns da auf eine volle Hütte. Viele Fans der TTF Liebherr Ochsenhausen, die dann mit dabei sind und ihr Team anfeuern gegen Borussia Düsseldorf. Und was wäre denn eigentlich, wenn Ochsenhausen gewinnen würde? Es wäre das Größte, wenn wir die Titel holen könnten. Genau, das sagt Simon Gossi. Es wäre das Größte, den Titel zu holen und sie können dabei sein. Sichern Sie sich jetzt noch schnell Ihre Tickets, alle Infos dazu auf ttbl.de.